Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg zockt. Ein Flugzeug und eine S-Bahn. Wir sind in der Nähe von Berlin. Oder in der Nähe von Oberbösa, je nach Sichtweite. Gut, wir haben hier eine Strecke gebaut für den ewig langen Personenzug, haben eine Fehlermeldung und ich habe gesehen, ihr habt schon während dem Bau, also das müsste das Video von gestern gewesen sein, geschrieben, wo das Problem ist, warum die Linie nicht funktioniert. Wir haben hier dieses rote Ding. Wir können mal schnell gucken gehen. Vor Surabaya. Das haben wir hier. Irgendwo ist hier tatsächlich, oder nach Surabaya, ein Stück Gleis, das fehlt bei einem Bahnübergang. Ich glaube, hier war es. Kann das sein? Nö, das müsste passen. Hier. Hier, ja, da haben wir es doch. Guck mal, hier ist der Prellbock. Tatsächlich. Also, wenn ich das hier zusammenschustere, falls es überhaupt geht, sonst muss ich halt nochmal kurz was bauen. Dann müsste das hier weg sein. Ja, guck mal an, da ist unsere Linie. Hello. Gut, jetzt sind wir aber noch nicht ganz so weit, dass wir den Zug kaufen können, weil die Signale fehlen. Und was auch noch fehlt, ja, ein, zwei Ausweichstrecken hätte ich gerne noch, weil wir mehr Züge wollen. Ist das unsere Linie 1? Ich glaube, ja. Machen die mal raus, dann sehen wir, wo die lang führt. Das wäre hier. Ja, fangen wir mal an mit den Signalen. Die Ausweichstrecke machen wir danach. Also Signale, gerne irgendwie, vielleicht sogar sowas in der Richtung. Ne, doch nicht. Die hier. Ist das ein schönes Signal? Jawohl, und sogar auf der richtigen Seite. Wir starten hier hinten, das heißt, hier brauchen wir mal gar nichts. Geht ja nur darum, dass die Züge eben fahren können. Und wir müssen natürlich darauf achten, der Zug, der wird 1,2 Kilometer lang, plus minus. Da macht es jetzt nicht so den Sinn, dass wir alle 2-3 Meter... Warum stehst du? Dass wir alle 2-3 Meter, die fahren, ein Signal haben. Also da müssen wir nicht übertreiben. So, einmal hier oben, da würde ich das hier mal lassen. So, und Ausweichstrecke, wie gesagt, haben wir dann auch. Das heißt, ja eben, wir müssen nicht übertreiben mit den Signalen. Ich habe es bereits gesagt, ist ja eigentlich auch logisch. So, einmal hier vorne noch eins. Dann irgendwie hier rüber. Dann würde ich hier unten mal noch eins setzen. Einmal quer hier rüber, von links nach rechts, von oben nach unten. Hier noch eins. Und jetzt habe ich im Kopf schon ein bisschen für mich klar gemacht. Ne, das ist ein Tunnel. Wo wir die Ausweichstrecke machen. Hier ist Feierabend. Gut, dann schnappen wir uns ein Gleis. Ich würde sagen, zwei Ausweichstrecken. Und zwar, wenn es geht, nicht irgendwie in der Höhe. Weil das irgendwie immer... Ja, wobei könnte man auch. Dann ist es halt zweigleisig in der Höhe. Ist ja auch kein Ding. Ah, guck mal hier. Das wäre doch eine Geschichte, die könnte man machen. Und guck mal, sogar eine Weiche, die relativ schnell ist. Obwohl wir die hier nicht mal unbedingt brauchen. Gehen wir mal bis nach da vorne, weil das muss schon relativ lang sein, das Ganze. Das ist... Oh, da haben wir Brückenpfeiler-Dingens. Bauen wir es in kleinen Schritten. Und jetzt ist natürlich ein bisschen... Ich habe es eingelesen. Jetzt ist natürlich ein bisschen das Problem... Ich sehe nicht, ja, wie lang diese Ausweichstrecke ist. Das werden wir aber irgendwie so hinkriegen, dass hier ein Zug reinpasst. Da bin ich eigentlich guter Dinge. Das ist nämlich jetzt schon eigentlich relativ lang, denke ich hier. Was wir als Ausweichstrecke haben. Aha, da haben wir wieder Brückenpfeilerprobleme. Dann bauen wir das wieder in kleinen Schritten. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Eieiei, aber irgendwie ist schon, also irgendwie schon ein bisschen der Wurm drin, bautechnisch. Man sieht, wenn man hier einige Linien hat, dann ist es tatsächlich so, dass man immer wieder ein bisschen Probleme hat beim Bauen. Ich würde das mal bis hier hinziehen. Geht das so? Jawohl, das geht so. Sauber. Gut, da brauchen wir natürlich noch die Signale. Ich würde die sogar jetzt eigentlich setzen. Weil sonst suchen wir nachher die Ausweichstellen einfach wieder. Das ist ja auch sinnfrei. Also Signal hat nur hier. Einmal so. Und jetzt sehen wir, das ist doch eine relativ lange Geschichte. Also da passt auch so ein 1,2 Kilometer Zug rein. Beginn tun wir hier, heißt einmal hier ein Signal. Ein Block oder so setze ich hier mal keinen. Gut, also Ausweichkollege Nummer 1 wäre am Start. Ein Gleis, bitteschön. Ja, jetzt fahre ich die Linie nochmal. Und zwar nur diese Linie. Also, dann geht das hier weiter. Macht hier die Biege. Hier hätten wir im Prinzip nochmal die Möglichkeit. Oder lasst uns hier das Ganze nochmal machen. Von hier an. Ja, auch wieder eine schnelle Weiche. Ja, das geht problemlos. Sehr gut. Keine Ahnung, wie lang das ist, aber wir machen es einfach so, dass es sicher
ein Kilometer ist. Also das müsste eigentlich theoretisch schon reichen, denke ich. Jetzt hier vorne rangehen. Geht auch. Dann machen wir hier die Weiche vor der Brücke. Und dann passt das. Schnell ein Signal dazu. Zack, zweigleisig ist es schon. Jetzt haben wir noch ein Autosave. In der Zeit kann ich hier aber zurückdüsen. Zum Beginn. Wo fängt das an? Hier irgendwo, dachte ich. Ja, denkste. Wo wird es denn jetzt hier zweigleisig, sag mal? Ach, ist schon zweigleisig. Hä, Moment. Nochmal schnell gucken. Da ist der Anfang. Jetzt finde ich meinen Anfang nicht mehr. Sag mal, das müsste doch zu wuppen sein. Das ist doch kein Problem. Hier ist eingleisig. Hä? Moment. Ich krieg's hin. Ich bin guter Dinge. Habe ich da nach der Brücke angefangen? Hier geht's raus. Hier, das ist so eine lange Weiche. Das habe ich nicht mehr erkannt. Okay. Einmal den. Man sieht aber, das wird irgendwie nicht genutzt. Das war doch gerade zweigleisig vorher. Sag mal. Nee, ist es nicht. Das Signal steht schon richtig, oder? Habe ich das verwuppt? Nee, das ist hier eigentlich. Da vorne ist eins. Und hier ist eins in die andere Richtung. Ach so, das... Hä, Moment, jetzt habe ich aber echt ein Durcheinander. Ist das die Linie, die wir hier brauchen? Was habe ich denn jetzt gebastelt? Jetzt bin ich aber echt gar nicht mehr sicher, ob das irgendwie so klappt. Ist das hier... Wir machen mal den hier. Ja, das ist nur unser Gleis tatsächlich. Das ist tatsächlich nur unser Gleis. Das möchte ich so aber nicht. Aha, ich dachte, wir hätten das vorher gehabt, dass das funktioniert. Denkste. Da ein Signal. Ich weiß nicht, was das Signal hier macht. Ich mach's mal weg. So, brauchen wir nicht. Aha, und schon klappt's. Habe ich da das Signal falsch gesetzt? Offensichtlich ja. Das ist halt, wenn man Signale setzt und mit den Gedanken tatsächlich schon eins weiter ist. Ich war eigentlich schon bei den Zügen. Dass wir die Züge zusammenstellen. So, jetzt ist es zweigleisig. Wir haben hier das Signal. Das heißt, wir haben zwei Ausweichstrecken. Das heißt, wir haben das Ganze fertig. Wir düsen zurück nach Oberbösa und kaufen uns den Zug. Beziehungsweise das Depot werden wir hinstellen. Und hier, das ist unser... Nennen wir den doch einfach 1,2 km... Personenzug. Stimmt das so? Ja. Das müsste dann relativ deutlich zu erkennen sein, was das ist. Jetzt das Depot sollten wir natürlich auch nicht irgendwie hier direkt an den Bahnhof stellen, weil der Zug hängt hier noch ein bisschen rüber. Wir lassen den Zügen, weil es sind ja mehrere, wir lassen den ein paar Meter. Und jetzt, mir fällt immer wieder ein, wenn ich ein Depot setze. Es gab mal tatsächlich einen Zuschauer, der hat gesagt, irgendwie ist es komisch, wenn aus diesen kurzen Depots dann dermaßen lange Züge rauskommen. Habt ihr natürlich völlig recht, das lässt sich aber halt nicht verhindern, weil das halt nun mal so konzipiert ist. Aber richtig ist es natürlich schon. Wie wäre es denn, wenn wir hier hinten so ein langes Depot einfach hier so ein bisschen hier hinstellen? Das finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Hier ans Wasser ran. Irgendwie parallel zur Map-Grenze. Zack, einmal so. Dann schnappen wir uns Gleise, das dürfen gerne langsame sein. Und gehen mal hier rein. Zack, einmal den hier. Dann haben wir hier eine Weiche. Einmal diesen. Dann haben wir hier, wenn es geht. Ja, geht leider nicht. Muss ich anders machen. Erstmal hier raus. So, jetzt sind wir hier rein. Ich meine, wir müssen die nicht anschließen, aber wir schließen die jetzt einfach mal an, weil wir es können. Aha, geht da nicht. Muss ich erst wieder raus. Ja, und dann funktioniert. Hier würde ich sogar... Oh, da komme ich auch rein. Okay, ja, dann machen wir es so. So, dann haben wir hier auf die schnelle kurzen Depot geklöppelt. Wir schnappen uns einen Zwergi oder die Zwergis. Machen hier noch ein, zwei Signale hin. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir können. Ne, das war genau in die falsche Richtung. Herr Heisenberg, machen Sie das nochmal weg. So, haben wir diesen hier. Signal wieder schnappen. Jawohl, jetzt passt's. Und hier vorne wäre das dann hier. Dann haben wir das. Dann stellen wir doch jetzt den Zug zusammen. Da freue ich mich eh schon die ganze Zeit drauf. Und dann werden wir natürlich einsteigen und mitfahren. Das ist ganz klar. Jetzt gab es noch einen Kommentar. Ich soll doch bitte mal die BR245 nehmen. Weil die so einen schönen Führerstand hätte. Muss mal gucken. Trax Diesel Fake. Das müsste irgendeine von denen sein. Da haben wir es. Hier diese rote. Fake außer Betrieb. Nee. Ach, das ist ja eh die Metronom. Ne, das ist aber der zweite. Das ist die 246.
Wo ist denn der 2 für 5? Da habe ich nur die Fake-Varianten. Was ist das denn komisches? Ich weiß, dass es ein Diesel ist. Mhm. Außer Betrieb. 140 km/h. Ja, das ist halt die 246. Sollen wir die mal nehmen? Was heißt denn außer Betrieb? Da habe ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Jetzt ist er weg. Die hier. Ne, das ist eben die 246. Hier ist die 245 nochmal. Nehmen wir die mal. Was auch immer außer Betrieb heißt, die macht 160 km/h, hat Power. Ich bin auf den Führerstand gespannt. Wenn das jetzt irgendwie Käse ist, dann nehmen wir halt eine andere. Das ist ja auch egal. Jetzt hätte ich gerne vorne nochmal irgendwie eine potente Lok. Warum nicht vielleicht sogar hier die BR-103? Und als Minimum Tempo, ich würde sagen, die 150 wären so schlecht nicht. Ja, lass uns hier doch nochmal so eine BR-103 nehmen. Finde ich eigentlich eine schöne Idee. Einmal den und als dritte vorne. Und dann kommen die Wagen. Irgendwie sowas. Was haben wir hier denn noch Schönes? Cargo passt nicht so, aber hier ist diese Crossrail, die schwarze. Ne, die ist zu langsam tatsächlich mit 140. Hier haben wir noch 200. Dann gönnen wir uns noch so eine. Gut, dann kommen wir bereits zu den Passagierwagen. Da würde ich sagen, nehmen wir einfach mehr oder weniger alles, was wir finden. Aber eben Tempo. Das Tempo ist wichtig. Wir brauchen hier die 150, haben wir gesagt. 130 fällt schon mal weg. Jetzt fallen wahrscheinlich die meisten weg. Ich weiß, ich könnte hier nach Tempo sortieren. Möchte ich gar nicht gerade. Ich möchte hier wirklich alle einfach in Ruhe an. Mir alle in Ruhe ansehen. Ne, 120 ist mir zu langsam. Das ist 5 km/h zu langsam. Hier, der American, der würde funktionieren. China wieder nicht mehr. Dann machen wir hier mal zwei solche. 140 ist wieder zu lang. Komm, wir machen 140. Weil sonst haben wir keine Wagen. Wenn wir hier einen 1,2 Kilometer langen Zug machen wollen, dann müssen wir halt ein bisschen... Oh, er hier, der passt auch. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, wo haben wir die 140er? Hier. So, so, so. Einmal so, einmal so. Wir nehmen, was wir finden. Da sind wir schon bei 268 Metern. Okay. Der hier noch doppelt. Ich muss ein bisschen gucken. 318, der Zug wird Kilometer lang. Das heißt, wir könnten hier dann doch schon relativ schnell zum Thema weitere Lokomotive kommen. Guck mal, die passen auch. So, 396 Meter. Wir brauchen eine neue Lok. Elektrisch. Nochmal was mit ein bisschen Potenz. Ski Austria haben wir hier. Hier haben wir alles Mögliche. Oh, so eine RE66. Ja, da bin ich immer für zu haben. Die passt hervorragend hier rein. Machen wir die mal. So, gut. Also haben wir dann eine Lokomotive bei 400 Metern. Wir gehen wieder zu den Passagierwagen zurück. Und hoffen, dass wir hier noch mal ein bisschen was finden. Wo hatten wir jetzt die anderen? Das ist hier verrutscht leider. Da kriegt man durcheinander. Das ist natürlich jetzt nicht so geschickt. Kann ich aber nichts für. Wo sind wir denn stehen geblieben? Hier oben irgendwo. Bei den Rheingold-Kollegen. Die passen auch. Nehmen wir die noch rein. Hier. Oh, die Orangen sowieso. 160. Ja, da haben wir ordentlich viele. Hui, da haben wir noch rote. Wo sind wir? Bei 700 Meter sind wir bereits. Bei 800 Metern. Ich würde hier nochmal eine Lok einfügen. Und zwar gerne eine Diesel-Lokomotive. Vielleicht sogar irgendwie sowas. Allerdings eben, also die 140 müssen wir haben. Sonst macht das keinen Sinn. 120. Hier unten ist schon Feierabend. Okay. Hier habe ich ja nichts eingetragen. Nee, das passt. Das hier ist eine ordentlich. Oh nö. Nö, nö, nicht die DSB. Nö, nö. So, da bin ich wieder. Ja, irgendwie hatten wir wieder eine Lok drin, die wollte nicht. Spiel abgestürzt. Ja, jetzt musste ich nochmal irgendwie 10 Minuten laden, 5 Minuten einlesen und die Strecke nochmal mit Signalen versehen. Plus, minus, ein Teil war schon gemacht. Ja, das ist halt. Tja, gut, ihr seht, ich habe nochmal angefangen und zwar aus gutem Grund. Also hier mit dem Zusammenstellen des Zuges. Ich habe gerade noch gelesen, Heise macht Dampflokomotiven rein. Habt ihr natürlich völlig recht. Wir brauchen hier definitiv auch noch Dampflokomotiven. Nicht bei den Kompositionen, sondern hier oben. Was haben wir hier denn Schönes? Wer möchte hier mitfahren? Baureihe 4-6, Deutsche Bahn.
Das ist doch ein schönes Teil. Nehmen wir gleich mal rein. Oh, nee, wisst ihr was? Guck mal hier. 80 km/h. Nee, das bremst uns aus. Wir brauchen tatsächlich eine Dampflokomotive, die auch ein bisschen Power hat. 140, die BR01. Das ist eh der Klassiker. Zack, einmal dazu. Und dann kommen wir wieder zu den Wagen. Da machen wir jetzt mehr oder weniger das gleiche nochmal. Einfach ohne, dass wir das andere Teil dort anklicken. Wir haben ja gesehen, wir kommen relativ schnell tatsächlich auf die Länge, die wir haben wollen, nämlich diese 1,2 Kilometer. Wir waren eigentlich schon relativ weit. Und das Kriterium, was haben wir gesagt? 140? 120? Ne, ich glaube schon 140, jawohl. Das hier. Alles mal reinnehmen, was wir haben. Dann sind wir bereits wieder bei 248 Metern. Okay, man sieht, das geht zügig. Ne, die lassen wir aus, die Rheingoldwagen. Die haben wir separat. Aber hier haben wir natürlich nochmal was. 370, da würde ich tatsächlich bereits wieder zu einer Lokomotive greifen. Jetzt haben wir bei den Dieseln geguckt. Was hatten wir da denn? 120 km/h. Hier haben wir die 160, das passt. Nehmen wir rein. Eine ÖBB, dann haben wir so eine auch drin. 390 Meter, wir gehen wieder zu dem Passagierwagen. Jetzt muss ich wirklich gucken, dass ich hier nicht die Hälfte überscrolle. 160, gerne. Fahren wir mal oben an. So, je ein rein. Und ihr habt noch geschrieben in die Kommentare, wir hatten in der letzten Staffel auch einen 1,2 Kilometer Personenzug. Absolut richtig. Ihr habt nämlich noch dazu geschrieben, das war dort dieser Kringel um Schloss rum. Ja, stimmt. Ja, kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern, logischerweise. So, hier die. Dann haben wir 600 Meter. Ja, vielleicht zwei solche noch. Okay, dann haben wir hier noch was. Ja, wir haben in rauen Massen 140 km/h. 700 Meter, wir bauen eine Lok. Elektrisch. Oder sollen wir nochmal eine schöne Dampflok reinmachen? Finde ich eigentlich auch gut. Ihr habt ja vorgeschlagen, nur Dampflokomotiven zu nehmen. Ja. Oh, die Big Boy. Oh, 130. Bremst uns runter. Die Big Boy haben wir nämlich, glaube ich, auch noch nicht auf der Anlage, wenn ich das richtig sehe. Wisst ihr was? Jetzt mache ich hier trotzdem mal kurz die Leistung. Damit wir das alles auf einen Blick haben. 130, 100. Ist das nicht das Tempo? Moment. Höchstgeschwindigkeit, nicht die Leistung. Die brauche ich. Die Höchstgeschwindigkeit. Ja, da haben wir natürlich hier diesen Düsenjäger. Ne, möchte ich nicht. Die BR Hamburg. Aber hier ist das ist alles schon wieder irrelevant. Die sind zu langsam. Eine Klasse A4, eine blaue Dampflok. Ach komm, wir nehmen die noch rein. Zack, einmal hier. Wieder zurück zu den Wagen. Da kommen die ganzen Doppelstock-Kollegen. 130, nein, machen wir nicht. Wow, hier haben wir 10.000. Versuchslackierung, mach mal rein. Ach, hier waren wir schon, okay. Dann düsen wir mal noch ein bisschen weiter runter. Eurofina, Prototypen, 160 km/h. So, sind bei 900 Metern, also wir haben es dann gleich. Hier haben wir noch welche, 160, jawohl. Machen wir mal noch zwei. Dann haben wir hier noch All American ein. Hier haben wir so ein. Auch vom Tempo her machbar. Dann haben wir hier Panoramawagen. Will ich jetzt hier nicht. Oh, die haben wir natürlich auch noch hier. 1,1. Ja, jetzt würde ich sagen, reicht's. Der wird sonst tatsächlich zu lang. Wir sind hier bei Leistung gut. Das heißt, wir brauchen, ich würde sagen, hinten nochmal zwei Lokomotiven. Und zwar die BR-103 hatten wir doch auch noch hier. Kommt, wir machen hinten noch so eine ran. Sind wir immer noch bei gut. Und als Abschluss hätte ich halt gerne tatsächlich irgendwie so eine Rangierlok. Dass die noch so hinten nachdattelt. Allerdings, die muss halt das Tempo haben. Oder sowas hier. Wäre natürlich auch schön. Ich gucke trotzdem nochmal schnell. Stadler Butler? Nein, eher nicht. Passt irgendwie nicht. Eine amerikanische hätten wir auch noch reinnehmen können. Hier haben wir 100, 100. Ja, ich glaube, wir haben keine Lokomotive, die tatsächlich das Tempo hat, das wir gerne hätten. Die irgendwie so ein bisschen rangiermäßig aussieht. Die hier sowieso nicht. Aber ich muss aufpassen, wo ich klicke. Nicht, dass ich den anderen Kollegen wieder erwische. Ich weiß, welcher das war. BR-118. Zu langsam tatsächlich. Gut, machen wir. Kein Drama. Ich hätte gerne das Teil hinten dran. Hinzufügen haben wir. Wir machen,
Wir haben zwei Ausweichstrecken, wir machen mal drei. Man darf nicht vergessen, das sind schon 3,6 Kilometer, was wir hier an Zug haben. Wenn man die zusammenhängt, also müssen wir ein bisschen aufpassen. Gut, ja, nehmen wir. Kaufen, Dankeschön, zuweisen. Zack, müsste klappen und das tut es auch. Jetzt muss aber halt ein bisschen gerechnet werden. Wobei es geht ja. Bin ich auf Play? Nein, aber jetzt. Dann gucken wir doch mal, wer hier rauskommt. Der längste Personenzug der ganzen Map, logischerweise. Na, der hat aber ein Momentchen, bis er ankommt. Wir könnten eigentlich schon mal reingehen. Und uns den hier in Ruhe ansehen. Oh ja, ich wollte ja hier, genau, den Führerstand sehen. Oh ja, genau, da habt ihr schon recht. Es hieß eben, dass dieser Zug hier tatsächlich so einen schönen Führerstand hat. Ja, ist relativ deutlich zu erkennen, tatsächlich. Der sieht ja schon sehr, sehr nett aus. Wisst ihr, was ich gerade für ein Problem habe? Ja, richtig. Das Spiel ist abgestürzt. Ui, macht der hier. Ach, das ist die Dampflok. Ich habe keinen Plan, wie lang die Folge jetzt ist. Weil ich noch irgendwie 15 Minuten nochmal gebraucht habe. Wir hatten 16, jetzt sind wir bei... Ja, muss ich euch das vorrechnen? Moment, 16, 43, 33, ja, wir machen einfach mal. Ja, wir machen einfach mal. Lasst uns einfach mal mitfahren und die Fahrt genießen. Ist doch egal, wie lange die Folge dauert. Macht das mal aus dem Gefühl raus. Vielleicht wird es, das kennen wir, vielleicht wird es halt ein bisschen kürzer, dann wird die nächste wieder länger, vielleicht wird es ein bisschen länger, dann mache ich die nächste wieder ein bisschen kürzer, dann gleicht sich das ja alles wieder aus. Ist jetzt aber auch komplett Schnuppe, weil wir haben hier unseren schönen Zug, unseren langen, und den werden wir jetzt genießen. Funktioniert das hier? Jawohl. Müsste klappen, weil der sollte schon mit der Lok vorne im Bahnhof drin sein und hinten nicht noch aus dem Depot rauskommen, sonst kommen wir nicht auf unser Gleis. Das ist ganz klar. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Vielleicht mal irgendwie den ganzen Zug irgendwie so abfahren? Ja, ist gar nicht so einfach. Ich gehe mal raus. So, das ist, glaube ich, einfacher, wenn wir es so machen. Hier mal lang. Da sehen wir die ganzen Wagen. Mittendrin dann noch Doppelstock. Oh, schön. Das war die Dampflokomotive, die geschnaubt hat. Hier, das ist die Mittellokomotive. Die ÖBB. Die hier mithilft. Und hinten sind ja nochmal zwei Lokomotiven dran. Ja, da kommen schon noch ein paar daher. Und wir sind, jetzt haben wir ein Autosave. Ja, wir sind noch weit weg. Also guck mal, hier hinten ist Feierabend. Also der Zug passt hier rein, der kommt hier aus dem Depot raus. Das ist keine Sache. Jetzt möchte ich schnell die Dampflok noch sehen. Sobald Kollege... Autosave kam jetzt genau irgendwie 2-3 Minuten zu spät. Weil es vorher ja abgestürzt ist. Aber schön. Da könnte man eigentlich wirklich nochmal kurz die Cam bemühen, weil zur Dampflok komme ich relativ schnell. Sehr schön. Klar, man könnte natürlich, eben ihr habt vorgeschlagen, macht doch den Personenzug diesen langen nur mit Dampflokomotiven. Ja klar, könnte man machen. Das ist halt dann immer ein bisschen Geschmackssache. Ich möchte halt bei diesem Personenzug eine Diversität haben. Dahingehend, dass wir im Prinzip von vielen verschiedenen Möglichkeiten an Lokomotiven wirklich auch alles ausnutzen, was wir haben. Wie sieht es aus da hinten? Ja, der kommt immer noch aus dem Depot raus. Allerdings, ich denke, irgendwann ist dann dort dann doch Feierabend. Einmal runter nochmal, nochmal runter, einmal in die Bäume rein und wieder zurück zu unserem Zug. Wenn ich es hinkriege, Moment. Doch, da kommt er ja. Hier parallel zum Flughafen. Wow, die Dampflok ist schön am Dampflocken. Wunderbar. So, er fährt natürlich jetzt immer noch 20 km/h, weil die hinteren Wagen noch im Depot drin sind. Wir können ja nochmal schnell gucken gehen. Da müssen wir jetzt ein bisschen Geduld haben, bis der Zug vollständig aus dem Depot rauskommt. Das dauert noch ein Momentchen. Ist das schon absehbar? Nee, das dauert noch ein Momentchen. Gut, dann bleiben wir doch mal hier. Da haben wir noch die andere Dampflok. Dieses schnelle Ding, das ist glaube ich die schnellste Dampflok, die es gibt. Kann das sein? Haben wir auch schon mal auf einer Anlage gehabt, kann ich mich erinnern. Jetzt hier auf der haben wir nicht so viele Dampflokomotiven. Das habt ihr auch mal geschrieben. Das ist absolut richtig. In Oberböser haben wir welche. Ansonsten, guck mal da. Der Hybrid. Auch nicht schlecht, wie der hier wieder durchdonnert nach Berlin. Ja, wir könnten natürlich noch mal ein paar zusätzliche raufsetzen. Ist ja nie eine Sache. Und wie sieht's aus, Kollege? Nimmt kein Ende. Doch, guck mal, da hinten sind, glaube ich, die Lokomotiven. Jetzt müsste die BR-103 eigentlich kommen, wenn ich mich nicht täusche. Sehen wir gleich. Jawohl, da ist sie. Dann ist dahinter die letzte Lokomotive. Dann ist der Zug raus. Dann kann er auch ein bisschen beschleunigen.
Wird er wahrscheinlich jetzt auch machen. Gut, jetzt stehen wir noch auf Weichen und so weiter. Aber das ist doch eine schöne Komposition. Und wir sehen, ja, problemlos. Der Zug kommt in seinen Bahnhof rein und kann nachher weiterfahren. Und da werden wir jetzt natürlich einsteigen. Wir lassen den mal in Ruhe in den Bahnhof reindüsen, würde ich sagen. Ich rechne mal nochmal kurz, wie lang die Folge dauert. Bei 16 ist es abgestürzt. Dann sind wir jetzt bei 21 Minuten. Das heißt, 10 Minuten können wir locker machen. Dann wären wir irgendwo bei 58 hier auf, hier auf der Anzeige. Gut, also dann haben wir noch 11 Minuten Personenzug. Bis zu 58. Es könnte sogar sein, dass wir da irgendwie fertig werden. Also mit der Fahrt. Das ist möglich. Weil das ist alles unser Gleis. Das heißt, wir werden hier keine Probleme haben. Dahingehend, dass wir irgendwie warten müssten. Sondern wir haben freie Fahrt. Der Zug macht ja doch 120, 130 so um den Dreh rum. Ja, wir schauen einfach mal. Oh, schön, wie es da hinten schnaubt. Das gefällt mir natürlich sowieso gleich wieder. Hier unsere schöne Dampflokomotive. Die auch mithilft. Das ist eine solidarische Geschichte. Da vorne wartet der andere, der zweite Kollege von insgesamt dreien, die hier unsere Anlage verschönern. Sehr schön. Sollen wir mal aufs Dach rauf? Wir sehen halt auf dem Dach. Ja gut, wir sehen die Strecke. Ja, ich würde sagen, ab und zu düsen wir mal wieder raus. Moment, was mache ich denn? Wir düsen ab und zu mal wieder raus und gucken uns den ganzen Zug an. Aber jetzt für den Moment würde ich das Ganze gerne so haben, dass wir hier einfach auch mal noch ein bisschen die Strecke genießen. Und zwar so. Wir sind immer noch vor Oberböser, das heißt, allzu weit sind wir noch nicht gekommen. Vielleicht täuscht es auch. Es ist natürlich wirklich auch eine lange Strecke. Es ist natürlich einmal quer über die Map. Wir werden zwar wirklich keine Standzeiten haben, weil das eigenes Gleis ist. Aber es kann dann doch täuschen. Ja, vor allem eben, wir haben natürlich nicht immer irgendwie 130 Kilometer drauf. Wir haben hier Kurven eingebaut, eigentlich mehr oder weniger bewusst sogar. Dass der Zug eben hier nicht durchrast, sondern das ist ja ein Zug, da soll man die Fahrt genießen. Tagflugzeug. Die landen da hinten, wo wir gestartet sind mit unserem Zug. Ja, und wir sehen natürlich auch hier wieder den Großteil der Map nochmal irgendwie ein bisschen mit anderen Augen, ganz klar. Sehr schön. Schön, wenn wir Begleitung haben von Zügen. Schön, wenn uns welche entgegenkommen. Ja, guck mal da unten. Herrlich, genau das wollte ich. Hier über die schöne Steinbrücke rüber. Die passt zu Oberböser, wie ich finde. Und wir sind immer die Dampflok halt. Sehr nett. So, einmal über Straße und Schiene hinweg. Hier ein bisschen in den Palmenwald rein. Und dort ans Gleis ran, genau. Sagen wir mal nochmal. Hier ist ja schon der ganze Zug der Star. Ja, nochmal ein bisschen Höhe. Sehr schön. Da unten. Oh, gerade ein Regio, der noch durchgedüst ist. Nochmal die Höhe ein bisschen genießen. Dahingehend. Wo ist der letzte Wagen? Da hinten. Immer noch weit, weit auf der Steinbrücke drauf. Ja, es ist schon eine längere Geschichte. Oh, ich liebe solche Sachen. Das ist schon einfach herrlich. So, wieder runter. Wir sind auf dem Damm unterwegs. Mal ein kurzer Überflug. Beziehungsweise an die Lokomotive ran. Wo geht es eigentlich hin? Aha, nach da hinten. Okay. Ja, lassen Sie da aufs Dach rauf. So, und die Fahrt von hier aus genießen, dass wir die Strecke halt auch noch ein bisschen im Fokus haben. Finde ich auch nicht so verkehrt. Hier schön den Fluss entlang. Genau, hier machen wir die Biege. Und dann geht es dort hinten an die Brücke ran. Mal gucken, ob wir nicht vielleicht sogar den anderen Güterzug einholen. Klar, wir sind natürlich viel länger, viel schwerer. Das heißt, wir könnten eigentlich fast nicht schneller sein. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben 6 Lokomotiven, die hier ziehen. Stimmt das? Vorne 3, dann 2. Ne, eine. Sind 4 und hinten 2. Das könnten sogar 7 sein. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ist aber auch egal. Wir kommen gut voran, so wie es aussieht. Ist natürlich immer, der hintere Teil ist jetzt wieder irgendwo noch in Kurven drin. Da sehen wir es relativ schön mit den Doppelstockwagen. Das heißt, um hier wirklich das maximale Tempo zu erreichen, wir müssen eine komplett gerade Strecke haben über mindestens einen Kilometer. Ja, 1,2 Kilometer, sonst geht es nicht. Sonst sind die hinteren Wagen immer irgendwie auf Kurven. Und das funktioniert dann nicht. Grün haben wir es, das ist auch klar. Wir sind der erste Zug der Linie.
Jetzt wäre es gerade. Mal gucken, ob er vielleicht nicht sogar irgendwann noch beschleunigt. Während die Kollegen dort warten müssen. Ja, das ist der Vorteil, wenn man ein eigenes Gleis hat. Den kriegt aber natürlich... Oder das kriegt natürlich nicht jeder Zug, das ist auch ganz klar. So, worauf wartet er denn? Ah, er fährt wieder, sehr gut. Auf Einlass wartet er natürlich. Auf was sonst? Schönes Bild hier. Güterzug neben Güterzug. Und wir haben die, weiß nicht, zehnfache Länge wahrscheinlich von ihm hier. Und diesen hier weg. Okay, wieder einmal diesen. Nochmal Höhe. Wo ist der Rest vom Zug? Da hinten, weit, weit weg. Ja, das ist natürlich schon. Irgendwie wäre es noch interessant, wie breit diese Map in Kilometern ist. Oder wie lang ist diese Strecke in Kilometern? Das wäre tatsächlich auch noch interessant. Bei einem Zug, der 1,2 Kilometer lang ist. Ja, ich würde sagen so 60, 70 Kilometer. Vielleicht ein bisschen mehr sogar noch. Die Strecke einmal quer durch. Wäre tatsächlich ungefähr möglich. Ihr könnt ja selber mal schätzen. Ist halt schwierig zu sagen. Tatsächlich ist natürlich irgendwie dann doch eine Spekulation der reine. Tag, Regio. Oh ja, hier viel Vergnügen. Hier könnten wir später, wisst ihr was, hier gehen wir nochmal hin. Weil die warten jetzt 3 Tage und 4 Nächte. Ich würde mich gerne hier auch noch an den Bahnübergang stellen. Das haben wir auch schon mal gemacht, dass wir den Zug mal noch an uns vorbeifahren lassen. Also das würde ich tatsächlich relativ gerne haben. Wo warten das? In der Nähe von... Jetzt glaube ich Rorschach oder Streithausen. Eins von beiden. Ja, das finden wir wieder. Wir müssen ja nur der Linie folgen. Aber die armen Autofahrer, guck mal. Sagen wir mal so, wenn der Zug kommt, kannst du auch mal aussteigen und ein Käffchen trinken. Das funktioniert problemlos. Kann ich hier wieder runter? So, einmal so. Wir könnten natürlich sogar kurz auf die Dampflokomotive. Allerdings, ja, ihr seht das Problem. A, die Cam, die halt hin und her wankt. Und B, da hast du dann doch den ganzen Qualm im Gesicht. Das möchte ich auch nicht. Gehen wir wieder hier hin. Nochmal ein bisschen runter. Und fahren wieder so weiter. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, so 4 bis 5 Minuten haben wir noch. Habt ihr natürlich auch recht, da muss man jetzt nicht auf die Minute genau, das ist schon auch so. Aber ich habe ja einen Plan, ich habe das alles durchstrukturiert, wann ich was aufnehme und so weiter und wann ich dann andere Sachen mache. Weil mein Leben leider auch nicht nur ausschließlich aus Aufnehmen besteht, wäre ja noch schön, wenn das so wäre, ist aber halt auch nicht. Da vorne haben wir Yokohama, das erkennen wir wieder an diesem Turm. Und mein Blick gilt auch ein bisschen stehenden Zügen, muss ich gestehen. Weil in der Kommentar stand, wieder irgendwie in Yokohama stehen die Züge. Da hat aber zum Glück schon jemand drunter geschrieben, nee, Heise hat es doch kontrolliert, da stand ja wieder keiner mehr. Also wir behalten diese Brennpunkte im Auge, das habe ich ja gesagt. Das machen wir logischerweise. Wenn hier wieder Züge stehen, werden wir hier ausbauen. Das gleiche beim Beach Resort, dort hatten wir auch mal für eine gewisse Zeit irgendwie so eine Kumulierung der Züge, eine unschöne, die gestanden sind. Werden wir uns alles wieder ansehen. Und wenn dort wieder Züge stehen, werden wir reagieren. Weil sonst eben, es ist halt doof, wenn die Züge hier fahren, wenn die Gleise frei sind, da ausbauen ist irgendwie sinnfrei. Weil wohin sollen wir ausbauen? Wie sollen wir ausbauen? Man müsste erstmal wissen, wo das Problem ist. Und wenn halt da keine Züge stehen, ist das Problem halt eher eine temporäre Geschichte. Dass wenn zu viele Züge zur gleichen Zeit da tatsächlich beim Bahnhof sind, dass es dann zu Engpässen kommt. So, doch 110 km/h drauf. Wir gewinnen langsam ein bisschen Tempo. Trotz der Kurve. Jetzt wäre es noch interessant, wo wir ungefähr sind. Ich habe wieder mal keinen Plan, muss ich gestehen. Irgendwo nähe Beach Resort vielleicht sogar? Ja, ich würde sagen ja. Ja, da unten müsste Beach Resort, das Beach Resort sein tatsächlich. Und wir müssen schon wieder ein bisschen runterbremsen. Das ist hier der zweigleisige Bereich. Damit wir eben mehrere Züge hier raufsetzen können. Wegpunkte haben wir jetzt keine gemacht, das ist aber eigentlich auch uninteressant tatsächlich bei einer Strecke, die ausschließlich eigenes Gleis hat. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt noch Wegpunkte haben, denke ich. Das ist sicher eher sinnfrei. Gut, ich sag vom Gefühl her, wir haben plus minus etwa 30 Minuten. Guck mal da, Doppeltraktion Dampflokomotive. Wir haben plus minus etwa 30 Minuten. Ich würde sagen, wir sagen hier Tschüss. Dann haben wir nämlich für morgen den Rest der Strecke, das ist doch auch schön. Dann können wir uns darauf freuen, dass wir morgen hier wieder einsteigen und die Reststrecke mitfahren. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Danke euch fürs Zusehen. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Dann fahren wir hier wieder weiter. Macht's gut, bis dann. Tschüss.